Wie heißt denn dieser Horrorfilm? Ne, nicht Horrorfilm, also diese Horrorgeschichte noch. Die da auch oben mit dem Wendigo. Wisst ihr noch? Ich vergesse das immer. Einfach schön, einfach mal in so eine Höhle rein, weißt du? Das ist schon okay. Ach nee, was ist das denn hier, ein Müll? Muss doch nur wirklich nicht sein. Aber das Schlimme ist, der Mensch wäre wirklich so. Das ist ja das Schlimme. Er ist wirklich so. Er ist wirklich so eine Drecksau. Ist das etwa das Gute? Will noch jemand ein Bett von euch? Ja, muss ich so eine Höhle reinigen, alles klar. Gut, warum jemand sich ein Ölfass oder so mitnimmt, ich habe keine Ahnung. Aber nicht ins Berg, ins Tal runter bergen, rollen, also weiß schon. So, einfach mal hier hinwerfen, das können wir gleich immer noch sortieren, weißt du? Diese Kälte. Hätte ich mir doch mal einen Schal mitgenommen und eine Mütze. Until Dawn, genau den meinte ich. Genau den. Gut, jetzt ist die Frage... Ja, der Stein wird nicht runterfallen. Da mache ich mir keine Sorgen. Was hat er denn jetzt genau gescannt? Seht ihr noch was in der Höhle? Also ich nicht. Ich kriege hier gerade Fehlinformationen durch meinen Superscanner. Tja, was sollen wir denn mal hier hinstellen? Restmüll oder gemischter Müll. Ne, die Station macht ja einen guten Eindruck, also kannst du mir nicht sagen. Die ist ja viel neu eigentlich, ne? Also, ein bisschen Farbe, dann geht das. Das gute Klopapier. Ja, wobei, der Gorilla ist doch gerade im Urlaub. Das heißt, es wird wohl so sein, dass der das hier gemacht hat. Hat wieder ausschweifend gefeiert, weißt du? Ich kenn den doch. Wenn der sich bei mir einlädt, sieht meine Wohnung mindestens genauso aus. Und das noch, bevor er überhaupt da ist. Kann ich mir die Kerze mitnehmen? So ähnlich sah übrigens die Wohnung von meinem Nicht-Patenkind aus. Also jetzt weniger die Kerzen auf dem Boden, aber... Dann stellt sich mir immer die Frage, darf man eigentlich als Erwachsener, der da nicht wohnt, dem Kind dann den klaren Auftrag geben, du räumst jetzt auf, sonst klatsche ich dir ein. Ist das okay? Oder darf man sich da nicht einmischen? Wie ist da eure Meinung? Weil der wohnt jetzt anderthalb Monate in dieser Wohnung und ich habe gedacht, es sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa und Dresden 45. So in dieser Art, weißt du? Darf man sich da einmischen oder nicht? Ich weiß halt nicht. Was? Fehlinformation sicher, weil ein Wendigo in der Höhle hockt. Das könnte natürlich sein, das stimmt. Die hat sich aber gut getarnt, oder?
Wobei, mir ist das egal, der darf da wegen mir hocken. Vielleicht hat er mich ja auch beauftragt, weil irgendwelche Jugendlichen hier so einen Dreck gemacht haben. Das ist natürlich gut möglich. Könnt es verstehen. Was meint er, haben wir alles? Ich setze mal den Scanner nicht ein, weil der rotiert hier bestimmt, oder? Dezent. Nicht einmischen, denn das ist sein Leben. Du kannst ihm nur mitteilen, dass du, wenn das so aussieht, nicht mehr seine Wohnung betrittst. Okay. Aber die Frage ist ja, muss man diesen jungen Leuten nicht auch zwischendurch vielleicht nochmal einen mit auf den Weg geben? Offenkundig hat es die Mutter ja nicht gemacht. Ich bin da immer sehr hin und her gerissen. Auf der einen Seite sehe ich das ähnlich und sage mir, ja, ist das sein Leben, ne? Wenn er da in so einer Burg hausen will, dann soll er das machen. Auf der anderen Seite frage ich mich ja immer, lernen die das dann nochmal oder ist das dann so für immer? Weil so schlampig wird er dann ja zum Beispiel auch auf der Arbeit sein und in anderen Bereichen. Dass man ihm da vielleicht doch nochmal einen mitgibt und sagt, hör mal, Kamerad der Westfront, so nicht. So, ich kaufe mir hier so einen getrennten. Ja. Ist ja alles ein Erziehungsproblem, ne? Denke ich mir. Was ist denn eigentlich mit dem Quietscheentchen hier? Oh, muss das wirklich da rein? Armes Ding. Aber das gibt 120, ja. Da wäre ja blöd, wenn ich es nicht da rein täte, ne? So, ein voller Propangastank einfach da reinwerfen und anzünden. Das geht. Nase juckt. So, packen wir das mal weg. So, spätestens wenn Ungeziefer kommt, würde ich da schon deutlich werden. Vorher würde ich nur hin und abfällige Bemerkungen machen, wie es meine Mutter gerne macht. Ist das denn eine geile Art? Ich frage euch mal. Also ich meine, weil wir es so erlebt haben, ne? Findest du das geil, wenn deine Mutter solche Bemerkungen macht? Oder würdest du dich eher über eine andere Art freuen? Wir können ja mal offen miteinander reden hier, ne? Bewirkt das was aus Überzeugung oder eher aus Trotz, dass du sagst, nee, jetzt hier wieder motzen? So. Ja komm, jetzt hack dich da nicht fest, du gehörst da rein. Ne, das ist noch Dingsmüll. Das ist noch Restmüll. Bei den Stühlen, weiß ich gar nicht, die könnten ein bisschen eng werden, da reinzupassen. So ein Metall, Betonteil, das ist ja egal. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch direktes Ansprechen nicht unbedingt hilft. Ne, das kann ich bestätigen. Das ist, das hilft auch nicht unbedingt, das stimmt. Aber jetzt ist auch noch die Frage ansprechen und ansprechen, ne? Ich bin da ja, wie man mich kennt, ein sehr höflicher Mensch. Also ich habe ihm geschrieben,
wenn er heute nach Hause kommt, ist sein einziger Job aufräumen und schmier ich ihm eine. Das hat übrigens gewirkt, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Hat tatsächlich ein bisschen aufgeräumt. Aber ich war natürlich schon am Überlegen, darf ich mir das überhaupt anmaßen? Ne, darf ich das? Das ist ja seine Wohnung. Eigentlich darf ich das ja nicht. Ne? Wobei, warte mal, ich könnte hier ja auch noch sollen wir hier noch so einen Restmüllcontainer hinstellen? Wobei, das hier ist alles. Ne, ist Restmüll. Komm, dann stellen wir hier noch einen Restmüllcontainer hin. Ja, du wirst eh sagen, das geht nicht. Wollte ich doch sagen. Das ist kalt hier oben, ne? Fussel friert. Kriegen wir das nicht so reinrotiert, dass es sich hier hinstellt irgendwie? Doch, siehste? Ich muss halt nur wollen. Diese großen Fässer sind natürlich schon ein Fall für sich, ne? So, nein, es bringt nichts. Meine Mutter hat einen Putzwimmel. Die ist immer nur am Meckern, wie es woanders aussieht. Und das nervt nur. Aber mehr auch nicht. Ja, das ist aber, glaube ich, unterschiedlich gemeint. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der wegen jeder... da liegt noch ein Staubfleck rum und du hast seit mindestens 20 Minuten hier nicht mehr Staub geputzt. Mach das mal schnell. So ein Typ bin ich ja nicht. Aber ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also ehrlich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Nochmal schnell rausgefischt. Also das sind aber auch Dinge, die ich irgendwie nicht so ganz verstehe. Er meckert immer, dass er so wenig Geld hat. Ist klar, ist mitten in der Ausbildung, ne? Wird 21. Aber dann finde ich da erstmal verschimmeltes Brot. Und denke mir so... Warum? Ich meine, wenn ich kein Geld habe, dann lasse ich das Brot verschimmeln, oder? Dann esse ich das. Also, denke ich mir immer. Nennt mich altertümlich, aber wo ist denn die Matratze hier? Die ist doch nur gut. So. Und ich habe keinen Putzfimmel, also das ist, das kann ich schon mal bestätigen. Ich nicht. Das ist doch Restmüll, ne? Das kann doch hier rein. Alles klar. Und das... Das ist alles, ja, ja, das ist alles hier. So, sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Na, haben wir doch schon mal einen ganz guten Job gemacht. So, das kommt hier rein. Das kommt... Das ist auch... Das kommt hier hin. Also ich denke, den Mülleimer müssen wir öfters leeren, ne? So, was haben wir denn hier? Das hier ist Restmüll, oder? Hat er genommen, alles klar. Das hier ist Schrott, den wollen wir natürlich hier hinten hinbringen. Das ist Restmüll, der passt hier rein. Das ist wieder... Metall. Das ist Restmüll. Hast genommen, ne? Das ist Metall. Und ich weiß ja nicht, wie es in der Station aussieht. Das war ja nur außerhalb der Station. Aber wir haben es auf jeden Fall schon mal so ein bisschen hübsch gemacht. Ein bisschen. Komm, zwing dich da rein. Du schaffst das. Mit ein bisschen guten Willen.
Boah, wie viel Metallschrott. Eieieiei. Ich meine, das bringt natürlich gut Geld, aber auf der anderen Seite ist das gar nicht so einfach, das da alles reinzubuxieren, ne, in diese kleine Lücke. Aber nur wenn ich das in die kleine Lücke buxiere, kriege ich da Geld für. Ja, hat er genommen. Das ist Metallschrott. Hier ist noch Metallschrott. Restmüll. Kann man das dann noch reinkriegen? Hat er genommen, alles klar. Tja, das hier weiß ich nicht. Das ist eigentlich dieser Supermetall. Also das kriegt er gar nicht rein, glaube ich. Aber ich kann das auch nicht zerlegen, wie ihr seht, ne? Reinige die Höhle. Anscheinend ist die Höhle doch noch nicht gereinigt. Das hier ist noch ein Restmüll. Hat er echt noch genommen? Cool. Du könntest ihn höchstens fragen, warum das so aussieht, aber wenn er dann sagt, hat keinen Bock aufzuräumen oder geht dich nichts an, dann ist das auch so. Also da gebe ich dir übrigens auch recht. Also wenn ich, wenn er mir gesagt hätte, immer, das hat ihn scheiß zu interessieren, dann, ja, dann hätte er tatsächlich recht, weil, genau, das wäre dann die Bestätigung gewesen, was ich ja sowieso schon befürchtet habe. Hat aber nicht gesagt. Also da... Weil er natürlich auch weiß, dass die Konsequenz dann wäre, dass ich sage, ja gut, dann kümmere dich demnächst selber um deinen Scheiß. Was habe ich damit zu tun, ne? Hier muss noch irgendwo ein großer Müll sein. Da, ah, guck. Hat sich in der Tanne versteckt. Glaubst auch, du kämst hier rum, wa? Meine Mama hat nicht so sehr einen Putzfimmel als eben einen Aufräumfimmel. Da darf nichts irgendwo rumliegen. Ja, da ist natürlich auch immer die Frage. Also ich hatte damals auch immer so das Gefühl, dass meine Mutter da viel zu penibel ist. Aber mittlerweile, wo sie älter geworden ist, sagt sie auch, mir ist da doch sowas von scheißegal, was andere denken. Ich meine, sie hatte vielleicht damals als Mutter, ne, von zwei Kindern und einem Ehemann, hatte sie natürlich schon recht, ne, wenn sie gesagt hat, muss alles ein bisschen ordentlich sein, weil, klar, wir Kinder, wir haben alles zugemüllt. Uns war das scheißegal, wir haben uns in dem Chaos ja zurechtgefunden. Also hier muss noch irgendwo was sein, könnte aber sein, dass das hinter der Höhlenwand ist, ne? So, aber heute sieht die das auch nicht mehr so streng. Sie hat zum Beispiel von mir übernommen, keine Unterhosen mehr zu bügeln. Meine Mutter ist fast 68, hat sich nichts geändert bis jetzt. Sagen wir mal so, geht es deiner Mutter körperlich noch gut? Kann die sich noch gut bewegen? Dann könnte das ein gutes Argument sein. Warum sich noch nichts geändert hat. Ich glaube, bei meiner Mutter war es nicht Erkenntnis als solche, sondern eher der körperliche Verfall, der da einhergeht mit dem Alter. Dass sie einfach keine Lust mehr hat, da sich, wer weiß wie, abzumühen jeden Tag. Ja, zum Beispiel eine Freundin, die ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt ist sie geworden? Locker 80. Die heult heute noch ihrer alten Wohnung hinterher und würde da aufräumen, weil der neue Besitzer ihr das nicht ordentlich genug macht. Weil so bescheuert muss ich sein, weißt du? So, dann bringen wir den Scheiß mal nach draußen. Ich passe nicht durch die Tür. Komm. Ich weiß nicht, wie ich das gedreht kriege, dass das durch die Tür passt. So vielleicht.
Oh. Gilt. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hübsch kriegten hier, oder?